Eine Parallelverschiebung wird durch den Pfeil PQ festgelegt. Es gilt, das Dreieck EFG wird abgebildet auf das Dreieck E'F'G' durch die Parallelverschiebung mit dem Pfeil PQ. Wir haben hier unseren Pfeil PQ und hier das Dreieck E'F'G'. In diesem Fall haben wir also schon das abgebildete Dreieck E'F'G' und wollen das ursprüngliche Dreieck EFG herausfinden. Wie man hier vielleicht schon erkennen kann, gehen wir den Weg einfach rückwärts. Das heißt, wenn der Pfeil PQ in diese Richtung zeigt, muss das Dreieck, das ursprüngliche Dreieck der EFG, in diese Richtung irgendwo zu finden sein. Wir könnten also im Prinzip von G' aus einen Pfeil in entgegengesetzte Richtung mit zeichnen, der gleich lang ist und parallel. Oder aber wir nehmen den Pfeil PQ und fangen hier mit der Spitze an zu zeichnen. So, zuerst natürlich wieder die Länge des Pfeils PQ ausmessen. Das sind in meinem Fall 4,5 cm. Jetzt zeichne ich wieder einen gleich langen und parallelen Pfeil an den Punkt G'. Nur das Wichtige dabei ist, die Spitze bei G' zu machen. Wie wir sehen, gleich lang und parallel, er zeigt auch in die gleiche Richtung, aber trotzdem können wir hier den Punkt G finden. So, genau das gleiche mache ich jetzt mit den beiden anderen Punkten auch. Ein Pfeil an Punkt F', parallel und mit Länge 4,5 cm und die Spitze des Pfeils bei F'. Und das gleiche nochmal für E'. Und dadurch erhalten wir jetzt hier den Punkt E und hier den Punkt F und können so unser ursprüngliches Dreieck zeichnen. Und das kann man für alle anderen weiteren Figuren, Punkte, Kreise und was es sonst noch gibt, ebenfalls machen. Es funktioniert genau gleich.